Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge. Und heute haben wir nochmal einen Rüsselkäfer vor uns, wie auch schon einmal in der letzten Staffel letztes Jahr. Und ebenfalls wieder aus der Gattung Eupholus. Das hier ist Eupholus chevrolati. Wurde 1830 beschrieben, ist nach einem französischen Entomologen benannt und kommt auf den Aru-Inseln vor. Das ist eine Inselkette, vorgelagert vor Neuguinea. Und Neuguinea mit ein paar kleineren Inseln eben in der Nähe ist eben das Hauptverbreitungsgebiet von der Gattung Eupholus. Da gibt es über 60 Arten, die momentan beschrieben sind in dieser Gattung. Fast alle eben so türkisblau glänzend. Und diese blaue Färbung kommt durch Schuppen zustande. Das sind so mikroskopisch kleine Schüppchen auf dem Käfer, die eben diese Färbung hervorrufen. Und ich finde diese Gattung sehr, sehr interessant. Immer wenn ich mal ein günstiges Exemplar auf einer Börse sehe, dann nehme ich mir die mit, falls mir diese Art noch fehlt. Und das sind noch einige, denn Eupholus Schönherr hier war bisher der einzige Eupholus in meiner Sammlung, aber ich möchte gerne eine Referenzsammlung für diese Gattung aufbauen und versuchen, eine relativ vollständige Sammlung dieser Gattung aufbauen zu können. Ja, okay, der Käfer hat jetzt über Nacht getrocknet, aber da es ja ein ziemlich kleiner Käfer ist, ist er auch schnell trocken geworden und sollte jetzt schon bereit zum Abnadeln sein. Ja, bis auf den einen Fühler, der ein bisschen zu weit unten ist, finde ich, das Präparat ist auf jeden Fall okay geworden. Sehr schönes Tier. Die Art kann übrigens bis 25 mm lang werden. Und ja, demnächst gibt es auch noch eine weitere Eupholus-Art, die wir präparieren. Und dann hoffe ich, ihr seid gespannt drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.